Die Grünen. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich kann viel von dem, was Herr Sauer und Sascha Rabe hier gesagt haben, teilen. Ich würde uns dann nur gemeinsam wünschen, dass hier dieses Haus die Kraft hat, wenn es richtig ist, dass wir mehr tun müssen zur Bekämpfung der Armut der Welt, wenn es richtig ist, dass wir mehr tun müssen zur Bekämpfung des Klimawandels, dass wir gemeinsam die Kraft haben würden, die finanzielle Planung des Finanzministers auch zu korrigieren. Der sieht nämlich vor, dass für dieses Geld 750 Millionen weniger ausgegeben wird. Ich finde, das ist keine gute Idee. Ansonsten teile ich viel von dem, was Sie gesagt haben. Ich finde, das hat diese Sachlichkeit hat die AfD an dieser Stelle gar nicht verdient. Dieser Antrag ist ein Musterbeispiel dafür, wie man durch Weglassen Lüge und Hetze betreiben kann. Schauen Sie sich mal die Begründung an. Da wird davon gesprochen, Deutschland importiert Waren im Wert von 1,3 Billionen Euro. Ja, ist das unser Problem? Ist das unser Problem, dass wir so viel Geld ins Ausland schicken müssen, um so viel Waren zu importieren? Die vollständige Wahrheit hätte gelautet, dass Deutschland das gegenteilige Problem hat. Deutschland ist nicht nur der drittgrößte Warenimporteur, er ist der weltweit größte Warenexporteur. Wir haben einen Exportüberschuss erzielt von 249 Milliarden Euro, was Waren angeht. Und für diejenigen, die glauben, es ginge hier um Hilfe, füge ich hinzu, und im gleichen Jahr haben wir noch 50 Milliarden an Zinszahlungen aus dem Ausland angelegten Vermögen bekommen. So sieht die Welt in dieser Wirklichkeit aus, und diese Wirklichkeit stellen Sie durch Weglassen schlicht und ergreifend auf den Kopf. Und dann wird das Ganze noch kombiniert mit sozialer Demagogie und Ausgrenzung. Ich werde Sie mal fragen, was für Folgen hätte es denn, wenn man zum Beispiel bestimmten Schwellenländern die Zollpräferenzen streichen würde? Ja, diese Waren würden sich verteuern. Was hieße das beispielsweise für die von Ihnen genannte Rentnerin, die ihren Lebensunterhalt kaum bestreiten kann? Sie müsste mehr ausgeben. Das wäre Folge von dem, was Sie sagen. Sie stellen sich hier hin und verteidigen angeblich das Recht dieser Rentnerin, und in Wirklichkeit wollen Sie ihr in die Tasche greifen. Das ist Ihre Politik. Und dann haben Sie überhaupt nicht verstanden, was deutsches Interesse ist. Deutsches Interesse ist beispielsweise, mit dafür zu sorgen, dass die größte globale Krise, die wir haben, nämlich eine umfassende Klimakrise, bekämpft wird. Und da muss man einfach feststellen, es stimmt mancher Hinweis, dass Deutschland das nicht alleine machen kann. Das höre ich ja immer aus diesen Reihen. Wir würden das ja gar nicht alleine hinkriegen, das wäre nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ja, die Wahrheit ist, 20% der Treibhausgasemissionen dieser Welt geschehen durch die Abholzung, die kriminelle Abholzung von Wäldern, gerade in solchen Ländern wie Brasilien und Indonesien. Und dann stellt sich die AfD hier hin und sagt, wir leugnen zwar den Klimawandel, aber das soll munter so weitergehen. Da sollen wir nicht gegen aninvestieren, liebe Freundinnen und Freunde von der AfD. So kann man hier keine Klimaschutzpolitik machen an dieser Stelle. Das ist verlogen hoch drei, was Sie hier praktizieren. Und dann höre ich, dass Sie jetzt plötzlich gegen Kohle in Entwicklungsländern sind. Ja, bin ich auch. Wie kriegen Sie die Kohle eigentlich nicht nur in Deutschland, sondern global aus der Operation raus? Ganz einfach, indem Sie investieren in den Ausbau erneuerbarer Energien. Herr Frohnmeier stellt sich hier hin und spottet über Windräder. Ich will Ihnen mal gerade vorführen,
welches Geschäft auch für deutsche Industrie sie an dieser Stelle durch die Nase gehen lassen. Allein in China, dem schnellst wachsenden Markt für erneuerbare Energien, sind im letzten Jahr 150 Milliarden Dollar in neue Windanlagen investiert worden. 10-mal so viel wie in Deutschland. Ich begrüße das und dass dies auch ein Ergebnis ist von Kooperation zwischen Deutschland und China, die lange, mehr als 10 Jahre zurückreicht. Das ist etwas, worüber wir uns freuen sollten, weil es gut ist für das Weltklima und weil es gut ist auch für unsere Unternehmen an dieser Stelle. Also hören Sie auf, die deutschen Interessen mit Ihrer Demagogie mit Füßen zu treten. Dr. Wolfgang Schäfinger, CDU/CSU, ist der nächste Redner.